Eigentlich wollte ich ja zu Schiffmann so schnell kein Video machen. Aber dann habe ich heute doch mal kurz in Corona 102 reingeschaut. Bitte Bodo, sag es. Wir werden komplett belogen. Das ist endlich einmal eine ehrliche und wahre Aussage von Dr. Bodo Schiffmann. Worum geht's? Es geht um die Frage, ob wir Corona-bedingt belogen werden oder nicht. Schiffmann meint, ihr könnt sein Video Corona 102 anschauen, dass ja aus der Tatsache, dass die Strände auf Livecams leer wären, man schließen könne, dass man komplett belogen wird. Was er natürlich Betroffen sind alle. wieder mal verkennt, ist, schaut in den entsprechenden Bericht der Tagesschau rein. Man kann ja von der Tagesschau halten, was man möchte, aber worum geht's? Kneipen und Restaurants in der sogenannten Bier- und der Schinkenstraße an der Playa de Palma, dem gerade bei Deutschen beliebten Touristenzentrum auf Mallorca. Es geht also, lieber Dr. Schiffmann, gar nicht um die Frage, ob man betreffend der Strände eine Überfüllung hat, sondern um die Partymeile. Es geht um die Schinkenstraße, es geht um die Biermeile und es geht, das wird in dem Beitrag dann auch noch deutlich, vor allem auch um die englischen ja, Partymeilen. Schiffmann hingegen bezieht das Tag in Ganze jetzt Kraft. auf die Strände und meint, über Livecams belegen zu können, wir werden komplett belogen. Dabei verkennt er, dass die Bilder mitnichten, wie es zum Beispiel sein toller Informant. Er ist der tolle Informant, hat keine eigene Kamera zum Aufnehmen. Der tolle Informant kann keine Bilder von den leeren Straßen schicken. Komisch, komisch, komisch. Wir sehen in einer Vielzahl von Bildern verschiedene Indizien dafür, dass ARD und Co. sehr wohl die Wahrheit sagen, auch wenn ich diese Medien hier durchaus kritisch sehe. Ja? Zum Beispiel Um die dieses Bild Lokale der hier. Playa de Palma und Ups, hatte der Mann jetzt wirklich eine Maske an? Bild vom letzten Jahr. Magaluf ausgelassen gefeiert. Kaum jemand trug einen Mundschutz oder hielt den Mindestabstand. Habt ihr es gerade gesehen, das Stadion im Hintergrund Feiert. bei dem Kaum jemand trug Fußballspiel? ein. Ups, gar keine Zuschauer da. Bilder aus dem letzten Jahr. Lieber Bodo Schiffmann, ich bedanke mich für Ihre Ehrlichkeit. Wir werden komplett belogen. Aber, und das fürchte ich, haben Sie mal wieder nicht deutlich genug in Ihrem Video herausgearbeitet. Wir werden vor allem von Ihnen bewusst belogen. So arbeiten Demagogen, indem sie Teile der Wahrheit nehmen, diese neu zusammensetzen, in andere Kontexte bringen und damit selber als Aufklärer dastehen, obwohl sie selbst diejenigen sind, die für Unwahrheit stehen. Für Aktiv News, euer Michael Langhans.